Der neue George Miller-Film nach Mad Max Fury Road erwartet uns Anfang September in den deutschen Kinos und dabei geht es fantastisch märchenhaft zu in 3000 Years of Longing. Alethea Binet ist mit ihrem Leben eigentlich recht zufrieden. In ihrem Beruf als Narratologie-Expertin ist sie angesehen sowie gefragt und ihre Arbeit führt sie hin und wieder in ferne Länder. Als Alethea eine Konferenz in Istanbul besucht, ist es eine kleine Flasche in einem Antiquitätengeschäft, die sie als Erinnerung ersteht. Doch dann passiert etwas völlig Unerwartetes sowie Fantastisches. Beim Versuch, die besagte Flasche im Hotelzimmer zu reinigen, wird eine magische Kraft freigesetzt. Und ein eingeschlossener Djinn erscheint. Jahrtausende hat er in der Flasche verbracht und sehnt sich nach nichts mehr als Freiheit. Doch dafür muss er jemandem drei Wünsche erfüllen, aber Alethea weiß, dass man von Wünschen lieber die Finger lässt. Was folgt, ist eine Reise durch die Jahrtausende voller Fantasie, Liebe, Sehnsucht, Verlust und leidenschaftliche Erfahrungen, die zeigen, wie eigen der Mensch in seinem Wesen ist. 3000 Years of Longing geht 108 Minuten, hat aktuell noch keine Altersfreigabe, aber ich tippe mal auf ein FSK 12 und startet ab dem 1. September 2022 in den deutschen Kinos. Ist ein Mix aus Romanze, Fantasy, aber auch Drama und wie eingehend erwähnt, der neue George Miller-Film. Einer, der mit den Mad Max-Filmen unter anderem bekannt geworden ist, aber vor allem auch mit Mad Max Fury Road zeigte, was im Action-Genre denn so möglich ist. Bei den Oscars mehrfach ausgezeichnet wurde und dementsprechend darf man gespannt sein, wenn er hier 60 Millionen Dollar an die Hand bekommt, für ihn vielleicht. Vielleicht verhältnismäßig ein kleineres Budget, aber einem Film erzählt, der irgendwo zwischen märchenhaften Tausend und einer Nachtcharakter und einer romantischen Liebesgeschichte sich wiederfindet und dabei vor allem einen Trailer hatte, wo ich dachte, okay, das könnte sehr interessant werden. Und dementsprechend stellte ich dann auch im Kinosaal fest, auf der einen Seite mag ich, wenn es fantastisch wird, wenn es uns in vergangene Jahrhunderte und Jahrtausende führt, aber ich persönlich bin ja noch jemand, der mag die Romanze noch einen Ticken mehr. Und dann, wenn dieser Djinn voller Leidenschaft, Liebe, Hingabe, auch Verlustängsten im Grunde menschliche Charakterzüge in sich trägt. Das ist etwas, wo ich dachte, da finde ich mich wieder, das finde ich schön. Und je länger dieser Film wird, umso mehr kippt er auch von der Fantasy hin zu der Romanze. Nur gibt es ein großes Problem, wie ich finde, während Tilda Swinton eine absolut grandiose Charakterdarstellerin ist und ich am Anfang ja auch diese Alethea abnehme, diese Frau, die in ihrer Bildung, in ihrem Beruf als geschiedene Frau genug erlebt hat und auch mit der Liebe so ein Stück weit durch ist und zufrieden ist mit dem, was sie hat und sich gerne in Geschichten verliert. Da bin ich vollkommen dabei. Aber wenn irgendwann die Luft so ein wenig zu knistern anfangen sollte und irgendwo Funken sprühen, stimmt die Chemie zwischen ihr und Idris Elba ehrlicherweise nicht. Es ist vor allem auch Idris Elba selbst, der gefühlt viel mehr Screentime bekommt, als man denkt, wenn man sich den Trailer anschaut. Diese Geschichte dreht sich immer mehr in seine Geschichte und die sind durchaus tragend. Nur ohne ihn wäre dieser Film, was heißt ohne ihn, aber ohne diesen Fokus auf seine Geschichte wäre wahrscheinlich alles insgesamt noch deutlich schwächer, weil mir diese Chemie zwischen diesen beiden einfach viel zu oft fehlt, dann wenn sie eigentlich tragend sein müsste, weswegen ich niemals sagen würde, Tilda Swinton ist eine schwache Schauspielerin, aber ihre Figur, die wirkt hier nicht ausgereift. Sie wirkt oft geschrieben, aber nicht gefühlt gespielt oder inszeniert. Und das ist ehrlich gesagt recht ungewohnt, wenn man sie so sieht. Idris Elba wiederum einer, den kann man so ziemlich in jedem Genre wiederfinden, ob tiefgängig und ruhig, ob in Actionfilmen, ob als Bösewicht oder als Held. Er ist eben einer, der kann aus Figuren viel machen. Und ich finde hier als der Djinn, der im Grunde nur drei Wünsche erfüllen will und sich im Grunde auch irgendwann fragen muss, ist meine eigene Freiheit so wichtig wie vielleicht das Glück auf einer anderen Seite? Und was ist, wenn sich ein solch magisch-geistiges Wesen, und dann gibt es auch eben Anleihen, wie ein solcher Djinn funktioniert und kommuniziert, was er alles hört in unserer Welt. Das sind tolle Ansätze, mit denen auch er irgendwie umgehen muss. Da steckt in dieser Figur eine so schöne, tragische Geschichte, aber auch drin, dass das eigentlich der wirkliche Schauwert ist von 3000 Years of Longing. Ein Film, der mit seinen 108 Minuten, weil da so viel erzählerisches Potenzial drin steckt, eigentlich zu kurz ist. Und dadurch, dass es eben diese Hauptfigur der Frau an dieser Stelle gibt und dadurch diese Geschichte immer wieder auch ein Stück weit rübergezerrt wird und sich switcht zwischen dem Kammerspiel in einem Hotelzimmer und den verschiedensten Ordnern, die wie geführt werden, genauer gesagt drei Geschichten über 3000 Jahre verteilt, dass das immer wieder so ein Hin- und Herspringen ist, aber sich insgesamt leider zu oft unrund anfühlt. Rein technisch ein Film, bei dem Kameramann John Seale wieder zurückgekommen ist, das zweite Mal aus seinem Ruhestand nach Mad Max Fury Road und das wieder für George Miller, also ein Film, der sieht fantastisch aus. Fantastisch, weil er eben auf Fantasy basiert.
Und da kann man sich dann satt sehen. Und ich finde auch die Effekte, für 60 Millionen Dollar könnten viele andere sich da mal eine Scheibe abschneiden, wenn man sich überlegt, was da für ein Look kreiert wird. Die Bilder sehen oft sehr gut aus und die Ausstattung ist wahnsinnig Ausland, sehr opulent. Das sind sehr tolle Bilder. Und wenn man eben Märchenhaftes à la 1001 Nacht mag, in ferne Länder geführt und ferne Zeiten geführt werden will und dabei im Grunde aber merkt, dass die Geschichten über Liebe, Romantik, die Hoffnung, das Gespür von Freiheit, die Angst, davor eingeschlossen zu sein, im Grunde, weil wir menschlichen Wesen eben sind, wie wir sind, immer gleich geblieben sind, dann gibt es etwas, wo wir auf der einen Seite Neues entdecken können und auf der anderen Seite uns emotional gut anhaften. Und das ist diese Figur, dieses Jim. Die Musik, die hier und da gar nicht mal durchkomponiert auftritt, passt sich aber wunderbar ein, wie ich finde. Und Kostüm und Make-up ist eben das Märchenhafte aus der Vergangenheit. Muss ich am Ende sagen, dass 3000 Years of Longing, basierend auf der Kurzgeschichte The Jinn in the Nightingale's Eye, vor allem für mich deswegen funktioniert, weil Idris Elba stark auch spielt, die Ausstattung toll ist, vor allem die fantastischen und romantischen Ansätze, und mein Herz schlägt oft für das Zweite, oft genug stark genug durchschlagen. Und dieser tolle Look, der dieses märchengehafte Gefühl transportiert, vor allem immer wieder auch einen philosophischen Kern hat. Auch immer wieder so fragt, wer sind wir, was sind wir, was unterscheidet uns als Mensch vielleicht von anderen Wesen? Und da wird es interessant, da will dieser Film auch tiefer gehen. Aber leider wirkt für mich insgesamt Tilda Swinton zu kühl und die Verbindung zum Jinn ist für mich auch einfach geschrieben, aber nicht gefühlt, ehrlicherweise. Und für diesen Bogen, den dieser Film schlägt, ist er eigentlich fast zu kurz. Am Ende fand ich ihn aber sehenswert und er bleibt mir auch ein Stück weit im Kopf. Und deswegen gebe ich gerne 3000 Years of Longing als romantischen, Fantasy, dramatischen Film, genauso wie insgesamt 7 von 10 möglichen Punkten. Und wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann bereitet euch auf einen Film vor, der auf der einen Seite einlöst, was man sieht, auf der anderen Seite aber noch viel mehr aufmacht, aber das leider nicht immer gekonnt aus meiner Sicht. Dann bin ich am Ende meiner Review zu 3000 Years of Longing ab dem 1. September in den deutschen Kinos und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.